Weder Linienrichter Jörg Jablonski noch Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers konnten es ahnen. Niemand konnte ahnen, dass diese Partie FC Bayern gegen Nürnberg Gesprächsstoff für viele Jahre liefern würde. Erheiterung, Verwunderung und Ärger halten sich dabei bis heute die Waage. Der 23. April 1994, der Tag, an dem Thomas Helmer nicht nur das 2:1 Siegtor erzielt für den späteren Meister FC Bayern, sondern auch das legendäre Phantomtor. Das war schon erstaunlich. Ich glaube, es gibt ja viele Fehlentscheidungen, viele Kuriositäten, aber dass man ein Tor pfeift, hat gar nicht drin, war. Das ist natürlich schon, man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Wie war das eigentlich? Das sinnloseste Tor der Geschichte. Wie war das? Das heißt, Helmer hat den Ball nicht reingeschossen, es war beim Tor. Das war der größte Brüller und größte Lacher aller Zeiten. Und dann hinten der Ballholer den Ball wieder reinschmeißt, dann muss eigentlich jeder sehen, dass er nicht im Tor war. Ja, wir haben alle, im Grunde musste man alle ein bisschen schmunzeln, als wir es am Fernsehen gesehen haben. Aber für die Beteiligten war es natürlich sehr unangenehm. In dem Fall wäre es das Richtige gewesen. Wirklich, der Schiedsrichter und ich hätten uns, wir hätten einfach miteinander unterhalten müssen. Er hätte das wohl auch der Regel nach, das wusste ich aber nicht. Unabhängig davon, haben wir uns da beide einfach falsch verhalten. Aber natürlich liegt die Hauptlast bei mir und nicht bei ihm. Ja, aber was soll Helmer? Soll Helmer sagen, okay, das war kein Tor oder was? Das Spiel ist ja wiederholt worden und deshalb, was soll's? Ich bleibe trotzdem dabei, dass ich natürlich wusste, dass der Ball neben dem Tor war. Aber er war irgendwann zwischen meinen Beinen. Und da Köppi hinter der, hinter der Linie lag, hätte der Ball in dem Moment vielleicht drin sein können. Deswegen wusste ich nicht, was los ist. Denn wenn er sich über die Wirkung im Klaren gewesen wäre, die Nachwirkung, hätte er das mit Sicherheit sofort getan. Er wäre zum Schiedsrichter gegangen. Andererseits weiß Hans-Joachim Osmers heute auch, er hätte zum Thomas Helmer gehen können oder zu den Spielern und fragen können, was ist denn da gewesen? Und so kam es natürlich zu diesem, Gott sei Dank für uns damals, Phantomtor, dass dann ein Wiederholungsspiel gegeben hat, 5:0 gewonnen haben. Und das Wiederholungsspiel haben sie dann 5:0 verloren. Alles wegen dieses Scheiß-Tores, das ist kein Zwar. Es ist blöd gelaufen, die sind dann abgestiegen und deswegen habe ich immer wieder Verständnis, wenn ich nach Nürnberg komme, dass es nicht ganz so einfach da war. So, das ist jetzt natürlich, und seitdem gab es nie wieder ein Wiederholungsspiel, nehme ich mal an. Keiner will mehr eins. Nicht mehr wirklich. Ja, eigentlich schon blöd, ne? Wenn man überlegt, wenn man 17 Jahre Profifußballer war und als erstes wird das rausgeholt, das ist sicherlich nicht das Erfreulichste, ist ganz klar. Aber dadurch ist Helmer, glaube ich, auch in vielen Sendungen immer wieder zu sehen, das freut ihn. Ja, so ein Tag. Aus den Archiven des Deutschen Fußballbundes ist er dank des Wiederholungsspiels allerdings komplett getilgt worden. So, als hätte es ihn nie gegeben, den Phantom-Torpfiff, der Bundesliga-Geschichte schrieb.